Hallo, hallo, hallo. Hallo, damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Prison Architect. Wir sind beide immer noch, leider, aber wir haben einen Cash von 100.000, wie wir ja in der letzten Folge erfolgreich erarbeitet haben, durch die Forstwirtschaft hier, was wir oben hier haben. Ich habe gerade gemerkt, ich habe trotzdem 20 FPS. Dürfte aber für euch keinen Unterschied machen, deswegen ist egal. Aber es ist ja halt trotzdem anstrengend. Sound, ich hab Sound. Genau. Ist ja nicht. Ist leise der Sound, kann das sein? Mach mal ein bisschen lauter. Das nächste, was wir machen, ist halt jetzt der Postraum. Daher, dass wir aber jetzt kein Geld mehr haben. Und wir eigentlich nichts mehr machen können, so richtig. Ja, Initiative durch Besserung, das wäre jetzt ein, was Geiles, aber. Das geht mir auch nicht mehr hin. Sebastian, wir machen das mal. Wir probieren es mal mit normaler Sicherheitsstufe. Genau. Ah, ein Wächter ist tot. Perfekt. Du Trottel. Was machen wir jetzt? Yo! Der wurde gerade von den Polizisten verprügelt. Habt ihr das gerade gesehen? Der wurde gerade von den Polizisten verprügelt. Getötet von Wache, weil Polizistenmörder. Holy shit. Eieiei. Okay. Weil ich glaube nicht, dass es. Nee. Das so. Brauchen Geld, auch wenn es nur 4000 sind. Das Ding ist, dass es halt die ganze Zeit neu kauft, neu kauft und eigentlich, weiß ich. Warte mal, warte mal, warte mal. Perfekt, Alter. Jetzt können wir nämlich irgendwas kaufen. Was soll ich denn machen? Genau, ich wollte hier. Sortiertisch. Hauen wir halt mit zwei Stück rein und dann einen Tisch brauchen wir auch noch, oder? Genau, dann brauchen wir noch mal Stromkabel und das war's eigentlich. Ja, den Rest kannst du in Bäume stecken von mir aus, ist mir egal. Genau, das wird erstmal gemacht hier. Damit wir einen Postraum haben. Das nächste ist Familie, aber ich weiß nicht, was ich noch mal machen könnte. Die meisten Häftlinge wollen auf die eine oder andere Weise den Kontakt zu Hilfe wahren. Am einfachsten würde ich sie das, indem sie Telefone in ihr Gefängnis installieren. Effektiver ist jedoch, eine Besuchertrakt zu errichten, auch ein Postrang kann helfen, dieses Bedürfnis zu erfüllen. Ja, wir haben es gemacht.
Okay, Erholung. Ein gelangweilter Häftling kommt leicht auf den Gedanken. Das kann gefährlich werden. Sie können, indem Sie in dem Gemeinschaftsbereich Ihres Gefängnisses Objekte wie Fernseher oder Radios zur Unterhaltung stellen. Da haben wir letztes Mal gemerkt, wir können gar nichts mehr aufstellen. Ich weiß auch nicht warum. Deswegen. Komfort. Häftlinge wollen sich im Allgemeinen wohlfühlen. Es gibt viele Möglichkeiten, die zum körperlichen und seelischen Wohlbefinden ihrer Häftlinge beizutragen. Sie können zum Beispiel Familienbesuche erlauben, heiße Duschen einbauen oder einfach dafür sorgen, dass es genügend Sitzgelegenheiten gibt. Boah, Sitzgelegenheiten. Das könnte ich. Oh, jetzt sind sie aber immer wieder weg. Das könnte man tatsächlich einrichten, weil. Das sind die Bankmodus. So ist nicht so schön. Warum nehmen wir hier so eine hin? Überall sitzen können. Aber hier ist schlecht und hier ist. Genau. Müsste das doch eigentlich gelöst sein, das Problem. Was so ein bisschen entgegenwirken. Umwelt. Schmutz zu leben. Ja, es ist aber eigentlich, habe ich das schon gemacht. Kleidung, okay. Luxusgüter tatsächlich. Aber ich habe doch hier einen Laden. Reicht der Laden echt nicht? Mach ich den halt größer? Irgendwie. So zum Beispiel. Hier auf jeden Fall. Und dann. Hier so. Was sich damit auf einfällt, ist. Da eine Kasse, noch eine Türungstür. So, es ist eigentlich mal fertig. Ne, ist immer noch nicht fertig. Na, können wir dann noch was machen, irgendwie. Ich könnte schon mal machen, aber. Brauchen wir das? Ist die Frage. Sehr gut. Also wenn es mal ins Plus geht, dann geht es echt gut ins Plus tatsächlich. Das sind wirklich die Bäume, die ja da auf oder was kosten. Oh! Die Kantine ist fertig mit dem Boden. Eieiei. Ermordet von Häftling. Sehr blöd. Okay. Wollte ich sonst noch was machen? Ich wollte hier. Ja, genau, ich wollte hier Sportsaal und Leichenhalle, Bücherei, genau. Wollte ich auch machen. Betonieren. 7 mal 7. 3, 4, 5, genau. Zugang benötigt, ja natürlich.
bekommen sie, alles. Tür. Boom. Sehr cool, dann kommt hier der Sportsaal hin. Jetzt ist aber wieder weg, weniger geworden. Ich bin noch ein bisschen besorgt, warum ich keine Kredite mehr haben kann. Entweder muss ich da alles weg haben oder ich habe irgendwas verkackt. Eins von beiden. Jetzt auf so. Spacken. Geistige Führung, das war auch echt nicht schlecht. Ja, okay. Genau, da können wir jetzt echt mal ein paar wegmachen. So langsam. Jo, wie viele Schlüssel wurden hier gefunden? Jetzt habe ich wieder 90.000. 19.000, also das ist echt krass, ne? Wie das Geld schwankt, aber es schwankt aber auch echt hart raus. Zur Bücherei ist auch in Mache, da machen wir einen Sportsaal mal hin. Ist was? Ich halt echt so groß machen. So ungefähr. Und wirklich 21 mal 21. Ja. Machen Sie das mal hier, okay? So ist die nächste Sache. Gute Le. Oder? Was? Schwachsinn! Schwachsinn, Schwachsinn, Schwachsinn. Machen Sie was anderes, kurz, okay? Lass mich nur kurz überlegen, wie ich das haben will. Also auf jeden Fall hier bündig hier, das will ich auf jeden Fall so haben. Aber Kollege, also ich muss, jetzt muss man kurz eingreifen, okay? Denken Sie, das reicht so vom Raum her, vom Raum oder soll ich so machen? 12.000. Nee, ich glaube, sowas reicht hier so. Das glaube ich okay so. Machen Sie es so, machen Sie es so. Ich mache hier noch eine Tür rein, okay. So ungefähr. Genau. Dann können die Häftlinge alle hier ein bisschen Sport treiben, okay. Hold me closer. Hold me closer. Na 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 way. Warte mal. Holen die das jetzt anstatt immer von da, weil da eine Wand ist? Das dauert doch jetzt übel ewig. Ach, scheiße, Mann. Wow. 17 Besucher auf Gelände in 17 Gruppen. Perfekt. Vorfallwürdig. Okay. Es sind immer sehr, sehr, sehr viele eingesperrt, ne? Aber die Exporter, die läuft. Ich meine, man bekommt ja immer 100.000 am Tag, ne? Das ist schon... Geht schon gut, ist schon gut. In 2 Tagen haben wir dann das hier. Theoretisch gesehen. Ja, ich will jetzt auf jeden Fall nochmal die Bedürfnisse ein bisschen anpassen, dass sie... jeden Fall... Ach, gut, Zugang wollen sie! Sie wollen Zugang! Einen Zugang können sie bekommen, also das ist ja gar kein Problem. Warten Sie geschwind, ich mache hier mal so ein Soundtor rein, okay? Nehmen wir mal Personaltür, so, das müsste eigentlich
Müsst eigentlich hinhauen, oder? Die Bank, die rücken mal noch eins nach rechts, dann ist auch gut. Genau. So machen wir's. Also die Bauarbeiter, echt, ey. Da greifen wir auch noch mal kurz in die Tasche rein. Solle. 15.000 für Arbeiter rausgegeben. Bewegen sie sich. Es ist echt krass, ich glaube, das Spiel kommt einfach nicht hinterher. So, die müssen eigentlich schon hinlaufen, aber der Prozessor ist einfach. Der Prozess ist einfach zu schwach. Oh, da gab es Todesfall. Eieieiei. Das ist natürlich nicht so gut. Nicht so gut, meine Herren. Nicht so gut. Cashflow. Minus, ist ja blöd. Der Handel mit dem Schmuggelwaren ist außer Kontrolle geraten. Aber. Schmarren. So, da habe ich zum ersten Mal. Wo ist denn das? Also, wo steht denn das dran, dass es hier außer Kontrolle geraten ist? Ach. Der labert nur. Ach nee, nee. Scheiße, jetzt kommt wieder. Gehen wir mal, das ist jetzt die Bücherei. Genau. Mal ein Sortiertisch. Noch eine Exporte. Warum exportieren die das nicht? Ach, die sind überfordert wahrscheinlich, oder? Ja. Die sind überfordert, die können sich. Könnte es nicht loswerden. Könnte sich richtig verteilen. Er versucht zu fliehen. Haltet ihn auf. Haltet ihn auf, genau. Jawohl. Sehr schön. Hey, wird es da gefunden. Eieieiei. Aua. Taser, taser durch die Wand. Getasert. Alles getasert. Sehr schön. Eieieiei. Ist jetzt die Gefängniswertung? 8 Häftlinge wurden entlassen, okay. Die entlassen sind, dann ist es fertig. Put me close. Die wollen echt. Oha. Was ist denn das? Hört doch auf zu sterben. Oh, eine bewaffnete Waffe ist gestorben. Nicht so toll. Zu gefährlich, oder? Ja. Also irgendwas. Ich hoffe, die werden hier jetzt nicht irgendwie getriggert, weil hier irgendwie was freigeräumt worden ist oder so. Hm. Ich mal. Baggins. Bilbo. Baggins. Dieser Sound, wo die Bäume gepflanzt werden, das ist schon ein bisschen nervig. Die ganze Zeit. Leider. Oh ja, komm, die explodieren. Ah, komm, genau da kommt die Autospeicherung. Gerade wo der loswerden fahren will. Jetzt gehen sie alle zur Exporte. Schick alles raus da. Alles raus. Da kommen weitere Bäume, jetzt kommt wieder der nervige Sound. Doch nicht mal. Ja, die brauchen echt Ebel übertrieben lang. So, okay. Junge, was? Um da was zu kaufen, das passt echt, also. Das ist so viele. Hier passiert echt viel, kann das sein?
Obwohl ich mir eigentlich echt gut, ganz gut viele sind. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. 10 Waffen, 5 Bewachen, ey. Das müsste doch ausreichen. Das reicht ja auch aus, aber. Oh! Oh. Sich aus, das ist ein Scheiß. Keine Lust jetzt darauf. Zu gefährlich, ah, okay. Ist zu gefährlich, Jungs, ist zu gefährlich. Dass man das auch wirklich instant kauft, dass man einfach gar keine Möglichkeit hat mehr nachzukaufen, ne? Das ist echt komisch, man hat zwar einen Cashflow von 100.000, aber irgendwie ist es. Trotzdem, es fühlt sich nicht an, als würde ich jetzt jeden Tag 100.000 bekommen. Versteht sie, was ich meine? Glaub schon. Wir verstehen das doch immer sehr gut. So habe ich das Gefühl. So, jetzt, komm schon mal her, guck mal her. Guck mal her, guck mal her. Wenn der rausfährt. Drück mal klar auf Pause, okay? Alles klar, Digga. Aber. Sortiertisch, du musst da mal hinstellen und da ein Bücherregal. Können wir beides machen, zeige ich Ihnen. Aber das reicht und noch ein Stromkabel durch die mit durch, okay? Genau. So machen wir das. Reparieren. Ich auch. Blöd. Junge, wie viele Schlüssel? Also ich muss aber jetzt. Echt keiner. Ah ne, doch, okay, ist noch vertan. Junge, ich krieg gar nicht mehr hin, oder vor lauter. So kann da einmal jemand routinieren hier. Ich will die Informanten machen. Also der Typ. Tochter, Sohn, 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 Mutter, Vater, Pentium 1. Dreifacher Mord, perfekt. Wie kann ich das verhindern, dass die. Der ist ja krass, Alter. Extrem scharf, extrem hart, extrem launisch, stoisch, spitzel, extrem tödlich.
Ehemaliger Gefängniswächter, furchtlos Aufrührer, Kampf, Experte, Prediger, Sauber. Eieiei, Alter. 12.000, ich hab 12.000, ach du Scheiße. Warte mal, das muss ich nutzen. Bücherregal. Bam. Bam. Genau. Und hier. Das war's, ich kann auf jeden Fall schon mal die Betonwand ziehen. Panzelbank. Nochmal. Perfektige Holzpuppe. Altmodische Shaolin Holzpuppe. Häftlinge, die hart trainieren, können sogar neue Kampftechniken erlernen. Danke dir, Digga. Das will ich natürlich. Bei 3, 4, 5, genau. Jawohl. Ah, ja genau. Genau. Fast 200.000 Cashflow. Das nutzen wir. Uff. Der kann noch, oder? Ja, der kann noch. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so viel Strom zieht, die Laufbänder.
Auf. Ey, da kommst du ja, die Gärtner. Die lieben Gärtner. Oh, es kommen neue Gäste. Sehr cool. Okay. Es wird auf jeden Fall eingerichtet. Die Exporte kann auch mal langsam so exportieren. Oder wird auf jeden Fall was rauskommen bei. Ja. Ich mach mal die Einzelzellen, würde ich mal machen. Nach oben und nach unten. Ist nach oben gemacht. Das sind normale Betten, oder? Das sind normale Betten. Ist klar. Dann zack, dann die Toiletten waren unten. Dann Dusche nach oben. Plus Abfluss, genau. Und beim Bett gucke ich nochmal nach, weil. Einfach Sargbett. Ihr könnt einfach an einem Sargbett pennen, du willst mir jetzt damit sagen, oder was? Digga, ich will auch an einem Sargbett pennen. Das ist wirklich, ey. Dann machst du halt ein Haft. Genau. Ja, 6 in 1, das sind 6 in Warteschlange, das sollte eigentlich nicht sein. Würde ich sagen, wir machen einfach. Warte, wie viele Einzelhaftzellen haben wir? 31, dann machen wir jetzt da 20 hin. Ich denke immer, wenn dieses Symbol kommt, dass da irgendwie jemand ausbricht oder so, und das ist aber gar nicht so. Ja, sehr geil. So, brauchen wieder. So. Wenn wir vollzählig sind. Hinter mindestens einer Tür. Das ist natürlich blöd, wenn es so ist. Hof. Ja, schon eigentlich. Ja, genau, da haben wir noch Tür hin. Da rascht sie komplett aus. Ach, wenn sie, wenn jemand stirbt, wenn ein Wächter stirbt, dann machen die auch Schusswaffen, okay. Ich gehe, oh mal kurz, Tagesordnung, Dusche. Weil. Ja.
Genau, das sind die einfach in ihren Zellen drin, dann können sie auch nichts irgendwie angreifen, das ist sonst wird das ziemlich cool. Sportsaal ist auch ready to go. Ich mache jetzt noch ein paar Kameras hin tatsächlich. Hier abreißen. Das ist alles abreißen einfach. Das tun wir dahin. Genau. Dann mach das mal. Jawohl. Dann laden. Laden. Da muss praktisch eine Wand sein. Okay. Muss alles rein, Tisch. Okay. Ist genau, okay. Ist doch Schmarren. Tisch nochmal. Und dann nochmal den Ladenfund. Wenn es mal geht. Komm. Richtig Gefängnisarbeit. Kann ich hier da drin arbeiten. Ja, dann machen wir nochmal eine Sicherheit. Wachungsmonitor. Perfekt. Jawohl. Geht doch. Läuft, geht voran. Wir haben wieder Geld so ein bisschen. Steueroase ist immer noch nicht da, aber ist okay. Das können wir so langsam machen. Brauchen dafür halt einen Rechtsanwalt. Genau, dann machen wir den Kaufmann einfach mal. Perfekt. Nicht mehr so viel Geld, aber macht nichts. Brauchen es noch nicht mehr. 1, 2, 3. Lampe. 1, 2, 3. Hätte einfach stehen bleiben können. 1, 2, 3. Zack. Komm, mach den mal weg.
Jo! Geil, Mann. Und bitte macht da einer die Lampe mal weg. Jetzt ist eigentlich schön. Versorgung. Das müsste ich glaube schon noch gehen, glaube ich. Wenn es. Ne, es ist. Das ist der. Okay. Das geht auf jeden Fall. Genau. Binde mit dem. Dem und mit dem okay. So. Okay. Ja. Okay. Das auch noch gemacht. Sieht man auch alles. Das sind ja auch drei Kameras. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Vier, fünf. Okay. Sorry. Und jetzt brauchen wir mehr von denen. Das heißt, wir machen. Fundament, genau. Gemauert. Was ist nicht? Weiß ich, muss 32 Meter lang, oder? Dann müssen wir es 22 mal. So, es geht einfach, okay. So. Ja. Zwei, drei, vier, fünf. Ich glaube, da brauchen wir nicht mehr. Ja, gut, okay. Sieht doch gut aus. Sieht doch sehr gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Und nur noch einen. So. Viele Herrschätzungen, eigentlich gelegentlich ein wenig los. Sie können diese Bedürfnisse finden, nebenbei noch ein wenig Geld verdienen, indem sie einen Laden in ihrem Dings bauen. Häftlinge, deren Bedürfnis nach Luxus können erfüllt wird, bereiten selten ärgerlich, wenn entstehen keine Nachteile, wenn es ignoriert wird. Okay. Ja, das ist. Aber ich habe ja halt dann. Ich habe ja einen Laden. Also, mehr kann ich auch nicht machen.
Okay. Okay. Dann machen wir mal. Ach, was ist denn da jetzt los? Damit man einfach so ein bisschen. Was haben? Sollte in einem Sicherheitsraum installiert werden und von einer Waffe bedient werden. Ermöglicht ihnen alle ausgehenden Telefonate ihre Helfer zu bei uns zumindest auf ihre Form zu erhalten. Ja, okay, von mir aus. Stück hin. Raum. Sicherheit. Ist hier erweitert. Zongwand. Genau. Und ich glaube. Auch mehr. Von denen. Wenn jetzt wieder dann. Jetzt auch immer. Was ist denn da? Ab 10. Das Hofgang. Ach, um 10 ist doch Hofgang. Freizeit sind auf jeden Fall mehr draußen wie auf dem Hofgang. Komisch, aber ist halt so. Okay. Ich meine, so langsam ist es halt so, dass wir uns dem nächsten Zellentrakt widmen müssen. Für 500, also 300er Zellentrakt. Mit 300 Leuten. Ja. Mein Cash haben wir echt gut eigentlich jetzt gemacht mit dem Forstbetrieb. Und wir sind auch mehr oder weniger alle zufrieden. Die Leute, Sicherheit. Okay.
So, jetzt mache ich mal das hier. Nonnen. Ich mache das aber... dahin. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht, zehn, zwölf, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Sorry. Dann hier Betonwand. Okay, perfekt. Das passt perfekt nicht dann. Schade. Das ist natürlich blöd. Ich würde eigentlich vier frei haben, aber dann mache ich das halt hier oben. Und dann bin ich mal da. Ah, wie viel kostet das? 120.000, ne? 120.000. Das nächste kostet, glaube ich, 180 oder so. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Ich meine... Arbeitszeit. Da kann ich jetzt die ganze Zeit außen ein bei dem Standardzelle. Sitzt er aber seine Strafe ab? Ich glaube nicht. Doch aktiv. Er sitzt seine Strafe ab, obwohl er gar nicht in. Richtig ein Knast ist. Ist ja witzig. Okay. Sind schon alle Luxusgüter besitzen, ja. Sehr gut. Also das, ich weiß nicht, das müsste, eigentlich müsste das hinhauen. Mit den Luxusgütern. Ach genau, genau, dann müssen wir jetzt noch... Versorgungstechnisch geht das. Was ist hart am Limit, ne? Ich würde einfach. Einen neuen hinmachen.
Wieso habe ich jetzt so viel, so viel FPS? Krass, Alter. Wenn ich in Versorgung bin, habe ich übel viel FPS. Ist ja witzig. Eigentlich könnte ich dort das Kabel unter den Tunnel legen. Also. So legen. Im Wasser eigentlich genau das gleiche. Also nicht, ich mach's nicht drunter, aber so hinlegen. Genau. Genau, jetzt brauche ich noch das abgerissen werden. Und das ist auch gut schon wieder. Dann warte ich auf die Kondensatoren, bis sie ankommen. Also bis dann der das elektrische Zeltzwerg ankommt. Sind 8 in Einzelhaft. Sieben in Warteschlange. Was, ich drück mal den Hof einfach bis hierhin. Genau. Die scheinen alle rum wegen Sicherheit. Ich weiß ja nicht, was ich machen soll noch.
Stahlbrett 10.000. Der mindestens einer Tür. Ist ja blöd, wenn es so viele Türen gibt. Da ist okay. Da ist jetzt ja auch okay eigentlich. Ich nicht. So, jetzt alles ready. Ich weiß jetzt auch nicht so richtig, ob das Pumpwerk. Ob ich da mehrere Pumpwerke brauche überhaupt. Also, was ist, wenn ich die Pumpwerke verbinde, ist die Frage. Tja, okay. Das heißt, wir haben wieder gut Geld. Wir machen Fortschritte. Einzelhaft ist wieder am Laufen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein.